Auch so ungefähr 2,4 oder 2,5. Also ich habe jetzt bei 50 Liter, habe ich jetzt 20,9. Runden. Ja. Ja, das passt. Wir fahren wahrscheinlich 20 Runden. Alles klar, ich nehme trotzdem mal 52 Liter mit, für den Fall der Fälle. Am besten noch mehr mitnehmen. Ja. Hinter mir eigentlich. Ich nehme jetzt 54 mit Sicherheit. So, ABS auf 1. Deswegen bin ich auch nicht gut um die Kurven gekommen. Deswegen habe ich immer meine Bremsburg verpasst, weil ABS auf 1 war. Lutsch! Ich hab ja, ABS auf 10. Umso niedriger ABS, umso mehr kreuzt du. Nein, desto mehr Bremskraft hast du. Ja, und weniger blockierst du. Ja, eben. Oh Gott, erste Reihe, ey, gar kein Bock. Ja, ne, kriegst du hin. Ich stehe in der letzten. Also ich stehe komplett hinten. Ich stehe mitten im Feld. Boah, bist du... Hä? Du bist ja, sogar... Ich bin mit 227 gefahren. Du bist sogar letzter. Hast du geschlabbert? Ja, weil ich eine 227... Jetzt ist für eine Hauptweg. Läuft. Ich geh nochmal kurz pinkeln, ich komm nicht wieder. Alter, was ist denn so schlecht? Willst du einen Porsche fahren ohne Setup? Hä? Ich hab doch zu dir gesagt, was mach noch übersteuert. Ein Setup. Hab ich ja. Nur im Übersteuern. Ja, also eigentlich waren gerade alle 23 Fahrer auf dem Server. Finish disconnected, Dummer. Ja. 13. mitten im Feld, ey. Boah, ich hab einfach keinen Unfall, ey. Na gut, ich bin bereit. So, Borea, viel Glück. War eben so fett, zack. Ja. Marc Press Futters, ich mach. Micha Pries, okay. Oh, der Michael. Mit dem habe ich auch ein Duell gehabt. Och, Simon ist wieder vor mir. Was war das denn? Du machst diesmal einfach so. Um sicher zu gehen, dass ich keinen Frühstart mache, starte ich einfach zu spät. egal, du bist eh letztes Mal. Naja, zu spät. Naja, kannst du nicht starten. Richtig. Du kannst eh da hinten nichts verlieren, ja? Also chillig angehen. So, viel Erfolg. Scheiße, ich bin in der vorletzten Reihe. Ich sehe das bloß, jemanden wegzurammen. Weil mit meiner Driftkarre habe ich ein bisschen Angst davor. Let's go. Oh, ja, stille vor mir. Jawoll. Oh, also Leute, viel Spaß und bitte viel Erfolg, aufpassen. Ja, viel Erfolg. Fair. Viel Erfolg, alle. So. Hoffentlich werde ich diesmal nicht in der ersten Kurve abgehen. Scheiße. Hallo? Moment, wo ist die ganze Tür? Da zieht er Nissan wieder weg. Tschüss! Ob ich auf einmal 17. Weil hier Lambrecht und Guido Wille sind. Hinten. Ich hab's ein bisschen ruhiger angehen gelassen, dann stand auf einmal so ein Audi quer vor mir. Ja, schon Kurve 1 hat auch ein bisschen Probleme gehabt. Wo ist denn die Rennleitung jetzt hier? Was geht's denn? Ja, ich komme nicht mehr auf den Server rauf. Was soll das für ein Blödsinn? Das war bei mir letztes Mal auch so. Kommst wahrscheinlich heute nicht mehr drauf. Wow. Blödsinn, Mann. Auf den Kopf bremsen. Ist nicht geil. Am besten mal Drake anschreiben direkt, Finn. Wieso bist du denn rausgeflogen? Spiel abgestürzt oder? Ja, ich musste mein Headset wechseln. Und dafür musst du das Spiel starten? Ja klar, weil der Sound dreht sonst verkehrt ist. Ich bin nicht erreichbar, Mann. Ernsthaft jetzt?
Moin. Hast du irgendwas gesoffen? Wie meinst du? Karl. Warum? Weil du gerade Schlangenlinien gefahren bist. Ja, ich bin gerade, ich hab mich gerade weggedreht fast. Ich hab mich eingedreht. Okay, chill. User disconnected from your channel. Will man einfach nur fahren und trotzdem wird man weggehauen. Ich verstehe es nicht. Auch schöner Zweikampf von hier hinten, sich anzusehen. Junge, warum immer? Warum müssen die immer nach links ziehen? Alter, was ist das für ein Körb da? Ich weiß auf jeden Fall, wo die Bremspunkte sind. Also auf einmal die Seite wechseln. Oh, sorry. Es bringt nichts. Verstehe nicht, warum die Leute immer noch reinziehen, wenn man doch schon innen ist. Was mit Simon passiert? Mit Leon kollidiert, glaube ich. Nimm ich. Komisch, dass Finn sagt, dass man mal einen ordentlichen Server erstellen soll. Wieso? Naja. Jeder kennt wohl seine Server, oder? Saison 1. Wenn er... Ach du Scheiße. Jemand schrecklich.
Karl, was machst du mit deinem Lenkrad? Das ist ein bisschen alt. Das ist. Das hat den Startnamen Dragon Force GT an, ey. Ja. Ja. Das Geräusch kennt man, Alter. Was ist das für Buggy Musik in den Ohren, ey. Meins ist nicht so laut. Ich glaube, dein Mikro ist auch ein bisschen besser, würde ich sagen. Julian, wie sieht's aus? 16. War aber 15, wurde aber rausgekickelt. Sorry. Ja. Sorry. Ja, let's go, Vollgas. Für mich ist das jetzt noch schlimmer. Ich bin nämlich dann jetzt 21. wegen mit einer gebrochenen Suspension. Ab in die Box. Okay. So weiter. Bist du nur noch 20. Jetzt bin ich 20. Ja, das ist... Gott, jetzt schon überrunden. Bei mir brauchst du eigentlich nur Geduld, weil irgendwann drehe ich mich eh weg. Ja. Oder du schmeißt einfach die Schnitzel irgendwo hin. Der fährt dann sofort hin. Hat eigentlich richtig gute Aussichten auf Punkte. Gleich schon Hälfte. Das ist besser so. Hau doch ab, ey. Wen meinst du? Metz Kolbe, oder wer das ist. Er hat einfach eine Haarnadel auf der Ideallinie. Oder warum nicht wird. Oh, Lukas ist ausgetimt. Oh, auf einmal 19. Was? Ich hab Stille überholt. Was? Glaub ich will den pumpen. Ich, nein. Mal sehen, wie lange noch. Ja, jetzt hat wieder mein Lenkrad rumgespackt. Jetzt, der hat mir gerade die ganze Zeit den dritten Gang runtergeschalten. Komm, den Porsche. Ich würde vorsichtig sein. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie ein Drift-Auto daraus gemacht. Ja, ich versuche jetzt sowieso vorsichtig zu fahren, weil ich will mir nicht noch mehr Schaden zufügen. Dann Abstand halten. Ich will dich auch schon überholen, also so ist ja nicht. Du drehst sowieso gleich weg, oder was ist das? 1,5 Meter Abstand. So, Martin Wegner. Mach keinen Scheiß. Macht er. Und ob er es macht, ey. Toll. Ist er nicht auch von 3 Lassie und 4? Ja. Wir müssen ja überrunden, das wäre so ein Plepp. Ah, jetzt haben wir überrunden wollte schon wieder, ey. Das ist schon wieder lächerlich. Halbe Überrundung, beide Scheiße. Mein Ziel ist eigentlich bloß nicht überrundet zu werden. Aber wenn ich das schon höre, dann habe ich Angst. Oh, wer steht denn da? Wer war das denn?
Ich glaube, das war der Martin. Lukas ist wieder da. Da hat sich der. Oh. Wer? Marcel Miller. Ah, danke für den 18. Platz. Kein Problem. Wollte man nicht sagen. Ich bin sowieso wieder ein. Sind meine Reifen wenigstens wieder auf Temperatur. Oh, wir berunden gleich. Ist. Ja. Meinst du, wir werden? Ja. Werden überrunden. 18 Sekunden Abstand noch. Interessant. Tschüss, Luca. Das ist so nicht richtig. Masse, da bist du ja. Nein. Doch. Nein.
Zellen, mach keine Scheiße. Ach, also ich sag's dir, ich weiß, wo du wohnst. Ich komm zu dir. Weiß es zwar nicht, aber ich krieg dich trotzdem. Wir sind schon vorbei. Aber wir sind ja schon vorbei, von daher. Gut, dann zieh ich das Messer zurück. Aber hoffentlich holt er mich jetzt nicht ein. Ich hab vorgewarnt, dass mein Auto mehr driftet als Kurven fährt. Ah, Showa ist da vorne. Sag mal, wo ich dich vorbeilassen soll. Ja. War jetzt gleich in der Kurve nach links. Ja, mach ich. Also nach innen. Ach, der hier? Jo. Okay, dann. Was? Gut, jetzt auch.
Was hat der vorne so für Zeit? 36. Wäre easy mitgekommen. Also nicht, also ich wäre easy 15. geworden. So, letzte Runde. Oh, nice. Dann ist das erste Rennen schon wieder vorbei. Ja, das zweite wird ein riesen Chaos werden für mich. Schön im Mittel des, mitten in der Mitte des Feldes. Ja, das sollte man, das solltest du doch hinbekommen. Alter, der ist doch überrundet. Und du hab ich Dive-Puppen. Wem geht's? Martin Wegner. Ach ja, kenn ich. Der Typ divet einfach rein, obwohl ich ihn eine Runde. Zurückrunden? Darf man doch. Aber man fährt ja nicht so, dass man jemanden komplett reinfährt die Seite. Links, Tobi. Ja. So, das war's. Ja. Ist der zweite gewonnen, Nick? Jo. Ja, GG. Ich hab mein Ziel erreicht, bin unter den Top 20. Ich auch. Und ich wurde für von drei Leuten überholt. Überrundet. Komm, Bernd! Hab ich? Oh! Oh. Off-Track? Ja gut, wenn er da durch die Kurve driftet. Na gut, 10. okay. Alter, ey, okay. Das ist eigentlich vorne wegfahren, Leute. Ja, Durkopf, also selber schuld. Jetzt hier am Ende des Rennens, also der Auslaufkurve einfach in der Stangenlinie fährt einfach weg. Ja, GG zum ersten Rennen. Kevin hat gewonnen, zweiter wurdest du und wer wurde dritter? Ja, Dirkhoff. Florian Dirkhoff, ja. Boah. Ist das 13. oder 14.? 13. ja. Also ich möchte jetzt hier nichts sagen, aber ich gebe meinen Tipp ab, dass Kevin Klein Meister wird. Da habe ich auch so die gewagte These. Drei Siege in Folge, ja. Naja, man soll die Leute sollen nochmal die Saison zu Ende fahren. Mal gucken. Da wird man erstmal erkennen, wie die Leute, wenn sie merken, dass es doch zu einfach ist, ob sie weiterfahren oder einfach sagen, juckt mich nicht mehr. Ja, aber es war ja nicht einfach. Also Nick Balzach ja am Ende dann nochmal. War dran die ganze Zeit. Ja, aber ich meine ja nur, also da kannst du den Charakter mal erkennen, machen, ob man so ein Durchhaltevermögen hat. Ey, du Fotze! Ey! Da war jetzt schon die Box fahren, ja, oder? Weg. Idiot. Ich stehe einfach nur in der Wand. Immer da durch. Ja, wie so ein Assi. Ja, wie so ein Assi. Ja, ich hatte noch für 10 Runden. Muss weniger reintun. 10 Runden, eieiei. Ich für 6. Oh, du Drecksau! Nur für 2. Aktionstest bestanden. Normalerweise ist das immer Carnage, Alter, nach dem Rennen. Immer Wreckfest. Pass auf, jetzt kommt die Dive-Bomb. Ah, Reaktion. Jetzt komm ich von hinten. Und das ist Sieger. Und ich habe die Kurve verkackt. Oh shit. Für sie. Oh, ah, das ist Box. Vorbei, alles easy. Oh ja, Pitlane-Schild. Boah, ja, eine Boxeneinfahrt. Ja.
Nicht regelkonform, Bernd. Ja. GG, würde ich sagen, wa? Ah, das bin ich mal gespannt. Auf wen warten wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, dass dann dass schon alle in der Box stehen, ist ja. Marcel Müller. Nee, ich steh in Kurve 1 in der Wand. R8, cool. R8, Lambo, Mercedes, Porsche, Audi, Ferrari, BMW, Audi, Nissan. Das geht ja sogar noch. 4 Audis in den Top 10. Hört sich aber eigentlich auch sehr ausgeglichen an. Ein Porsche, ein Lambo, ein Mercedes, ein Ferrari, ein BMW und ein Nissan. Soll ich denn hier noch reinkommen? So, wen warten wir denn? Gute Frage. Wait time, eine Minute noch. Also eigentlich hat sich komplett Taxi abgemeldet, weil einer von denen jetzt Sperre bekommen hat. Er muss ja keinen Grund angeben. Also Tannin, der wusste nicht, was los ist. Der ja, gut. Was macht das TV-Auto? Und Slim Everton, ja gut. Kommt Lukas überhaupt wieder auf den Server, wenn selbst Finaupt nicht mehr drauf kam? Lukas ist auf dem Server irgendwie drauf. Also das ist ein MRL-TV-Wagen. Der fährt gerade durch jeden durch. Jetzt. Zwei Leute sind nicht auf dem Server. Warte mal, jetzt steht irgendwas mit der Waittime. Ja, Jan. Ja, ist doch richtig so. Und Finaupt. Der Rest ist da.